Die Seide und alles könnte eigentlich draußen rein. Hat er nicht noch Baumwolle und sowas reinstecken? Ne, hab ich nicht. Und ich muss, wobei, das passt eigentlich aber nicht. Muss man schon da rein tun. So, das ist das, ne? Ja, genau. Dann kommt das nicht auch da rein. Knochen oder sowas? Ja, was denn? Was willst denn du, Frau? Kinder, 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 Kinder. Ich steck dich gleich in die Kiste, Schnauze jetzt. Guck, schon ist Ruhe im Karton. Einmal eingemeckert, die Alte, und dann. So, das ist ein Fragment hier. Das ist da. Das ist ein Berry, den heben wir auf. Steinblock, der kann weg. Das müssen wir, glaube ich, kurz erlernen. So, neues Rezept. Sprengbombe. Sehr schön. Rezept für klassische irgendwas. Keine Ahnung, was es ist. Neues Rezept. Klassische hängender Feuerkorb. Achso. Draußen haben wir noch Kupfer. Und die Schuppen tun wir da auch noch rein. Ich weiß nicht, ob ich die gerade irgendwo anders drin habe. Ich meine nicht. Nee. Warte mal, ob ich noch irgendwas im Start, was ich da reinschmeißen könnte. Nö, aber das kann ich hier schon ein bisschen Ordnung sorgen. Ein paar Salzsteine will ich aufbewahren. Die brauche ich, glaube ich, für. Nee, brauche ich draußen für einen Schmelzofen, ne? Ja, komm mit, hab. So, Schmelzofen, aufrüsten. Sehr schön, was brauche ich jetzt? Obsidianblöcke, ja, ist okay, klar, logisch. Mhm. Der hat Probleme. Ja. Eisenbahn kann er jetzt machen. Sehr schön. Aus Eisenerz, ja, das denke ich mir. So. Dich brauche ich nur nicht upgraden. Da wollte ich erstmal für Eisen. Erstmal ein Eisen, komm. So. Das sind die Blätter. So, was brauchen wir eigentlich für dich zum Upgraden? Weil dir kann ich ja... Alter, genau. Ich bräuchte hier auf Stufe 3. Das sind wir der Eisenbahn. Okay, da liegt das Problem gerade beerdigt nämlich. Shit. Das heißt, wenn der Eisenbahn kommt, jetzt immer vorwärts. So, die lassen wir auch mal kurz noch da, dann... Feuergeist kann weg, das kann auch weg, das kann weg. Frosch. Hab ich den nicht irgendwo. Genau, der kommt da rein. Drei Gitter, tun wir auch mal da rein. Vor allem das Lagersystem. Wir brauchen Eisen, definitiv. Auch sowas von du. So. Perfekt. Dann das Kupfer da rein. Wunderbar, da. Was für ein Ding? Boah, Stromquarz, ja, kann auch da rein. Tja, wir haben noch was Salzsteine, tun wir auch mal da rein. Ja, gut. Ja, jetzt komm mit, du kleine Meckertante. Warte mal, was braucht man eigentlich für das Cape? Also, ich weiß nicht, hat es uns gebracht eigentlich? Jetzt hopp rein mit dir. Du meinst, es hat uns was gebracht? Oh ja, Leinstoff. Wo waren die Palmblätter? Ach, da oben haben wir auch noch eine Kiste, ne? Da habe ich auch einen Frosch drin. Cool, ich habe schon blauen Frosch. Krasser Shit. So. Müssen wir kurz in die Werkbank. 4 Stück brauchen wir davon. So, leider reicht's nicht. Schande. Muss jetzt kurz raus. So, warte. Und dann muss links noch kurz rein. Nein, was mache ich hier? Das. So. Was ist eigentlich das hier? Chilisoten. Erhöht deinen Lebensregel zu Ende nach 10 Sekunden oder wenn du Schaden erleidest. Geldbeeren, Verbrauchsgut. Können wir die auch anpflanzen?
Nö. Leben ist bereits voll. Ja gut, dann behalten wir sie mal. So. Wir müssen wahrscheinlich erst einen Bossgegner killen. Was ist mit dem Equipment? Oh Gott. Ich bin mit dem Zauberstab nicht zufrieden. Gibt es da nichts Besseres? Berührung der Natur. Der macht halt am meisten Damage. Das ist blöd. Ach man. Okay, werden wir schon irgendwie alt. Kann ich noch einen Zauber verbessern? Feuerballstufe 2, 6 Smaragd. Und Heilung. Brauchen wir 4 Pulver. Ja, klar, läuft. Digga, Alter. Machen wir. So, her mit dem Smaragdzeug. Ansonsten bauen wir gleich noch kurz was ab. Haben wir einen Arsch voll davon gefunden. So. Zutaten, Smaragdpulver. Okay, das reicht definitiv nicht. Okay, müssen herkommen, Smaragdpulver farmen. Vielleicht das Smaragd abbauen. Gut, jetzt haben wir eine Mission wieder. Halt, brauchen wir gar nicht zum Portal gehen. Haben wir das hier? Hatten wir das hier? Grüner Smaragd, yep, reiß mein. Und weg sind wir. Ja, ja, ja. Grüner Smaragd, besserer Zauber, mehr Damage, mehr Heilung, alles incoming. Ach, ist das schön. Hey, jetzt lad voll, jetzt komm schon. Ah, Kaufsmütze schon hier. Perfekt. Wunderbar. So, dann sind wir durch. Auf Smaragde und zwar jede Menge. So, einmal. Na, komm schon, komm her. Ja. Da kommt immer nur einer raus. Heilige Schande, Mutter Gottes, was geht hier? Ja, mal müssen wir kurz einen Weg hochbauen. Chaos Mieze. So, perfekt. Auch wieder einer. Vor allem sind manchmal voll ugly im Weg. So, ah, da unten haben wir noch. Hui! Oh, sehr viele, sehr schön. So gefällt mir das. Der in der Wand noch. Perfekt. Ja, was denn? Nee, nee, die Löcher bleiben so, weißt du. Ja, ich mach sie gleich wieder zu. Gott, Kind. Ja, falls jemand reinfällt, bla bla. Das könnten wir sein. Ja, jetzt stimmt sie auch noch so Mountain zu. Süß. Guck, das führt dazu, wer aber der ganze Zeit alleine hier ist. Dreht bei irgendwann durch. So, ja, du guckst beim Arbeiten zu. Du könntest doch mal helfen mit deinen smaragdgrünen Augen. So, pass mal kurz auf. Kommst du da raus? Na gut, dann baut jetzt du. So, viel Spaß unten. Ja, Katze, nee, nee. Das, ich komm später wieder, hol dich ab. Das ist gefährlich hier draußen. Glaubt ihr mir, dass ihr das glaubt? Oder glaubt ihr, dass ihr es glaubt? Aber eigentlich müsst ihr eine magische Katze sein. Eigentlich müsst ihr ja von alleine da rauskommen. Ja, ja, das ist alles okay so. So, haben wir die Chaos-Mietz mal unten eingesperrt. So, lalala. Ach, da ist sie doch wieder, sag ich's nicht. Jetzt wird sie Rache an uns üben. Wie viel Smaragde haben wir jetzt? 30, ja, das reicht nicht. Für das, was ich alles vorhab. Nee, niemals. Was denn? Wo ist denn hier eine Schlange? Hilfe! Ach, eine Spinne? Ernsthaft? Was geht's noch? Das hört sich doch keine Spinne an. Bist du eine Schlange?
Ganz komisches Produkt, du. Ach, da ist auch noch was. So, her mit dir. Ja, was denn? Kann auch nichts für, wenn es so lange dauert, du. Zip. Guck, mach schon wieder zu. Zufrieden. Ach Gott, diese. Nur meckern, du. Nur meckern, die Alte. Das hätte nichts Besseres zu tun. Ja, hat sie eigentlich auch nicht. Läuft ja ganz schön hinterher. So. So, perfekt. Okay, jetzt mache ich schön. So, wie viel haben wir? 36, ja, ist nicht so. Bräuchte man wieder eine ordentliche Quelle hier? Irgendein Problem? Wir sterben, Alter. Ah, wie ich immer mit F hüpfen will. Kommt dafür, wenn man so viel auf einmal spielt. Kommt mit der Steuerung durcheinander. Ja, ich sehe gar nichts. Wo geht's denn hier lang? Vor allem, wo geht's denn da runter, Mann? Eine Fresse. Ach, Kind, hüpf doch. So, jetzt. Wo denn? Was denn? Wer denn? Ach, Dreckswurm da. Gut, dann ist er jetzt weg. Lass ich verziehen. Lümmel. Mau. Voll die Halloween-Musik hier, du. Kommt aber auch demnächst wieder. Ah, freue ich mich schon drauf. Halloween, Halloween, Halloween. Weißt du, Halloween im Grunde übersetzt. Also, die Stadt in Österreich. Für alle, die sich denken, hä, was will der? So crazy Gedanken habe ich. Jetzt komm schon, mach mal den Smaragd da weg. Danke. Ach, da haben wir ein Portal. Und ich suche meinen Arsch ab. Na gut. Gehen wir mal rein. Wobei, das war doch der Weg zum Endboss, ja. Wir können mal hinreißen. Probieren wir es mal. Ebene des Übergangs. Oh mein Gott. Depp, 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 depp. Jetzt bin ich gespannt. Presswehen, Presswehen, Presswehen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wir müssen ausweichen, wir haben ein bisschen was zum Heilen dabei. Ein paar zig Milliarden Mana-Tränke gefühlt. Aber wir haben was dabei. Jetzt kommt schon Lad. Oh Gott. Alleine. Mit so einem Low-Level. Ich hoffe, das klappt. Stufe 10. Ah, müsst ihr genau hinhauen. Hey, sieht chillig hier aus. Hier wohne ich. Ist aber voll entspannt. Boah, wie viel Kohle. Ist ja geil. Hä, was gar nicht so schlimm sein soll. Au! Level up! Okay, da kommt gerade nichts entgegen. Was ist denn das? Oh, ein Golem. Okay. Kann es sein, dass er viel aushält? Ja, der hält einiges aus. Ja, oder tut er frei weh. Achso, dann muss ich ja noch abbauen. Achso, kapiert. Achso, ein Freak wieder, ne? Ja, der hält aber auch einiges aus, du. Ey, hau nicht ab mit meinen Erfahrungspunkten, du Sack. Das ist meine XP, gib die her. Gell, voll der Schleimer, du.
zieht er sich einfach mit so einem Erfahrungspunkt. Ich raste aus. So. Jetzt können wir mal kurz leveln. So. Ich will einfach mehr Damage. Mana passt aktuell. Wirkt sich auf die Fähigkeiten zu zielen aus. Jede Geschichte, ich übergehe den Punkt, erhöht deinen Schaden deiner Distanzangriffe momentan 30. Ah. So, hauen wir mal rein. Geht's erst wieder ab Level 15, was? Schade. So, dann reisen wir trotzdem erstmal wieder zurück in die Heimat. Halt, das war M. Heimat. Und werden unsere neuen Zauber und so weiter machen. Dann bekämpfen wir den Typ mal. Mal gucken, ob sich da irgendwas alles zusammenbaut, schon ein bisschen. Zumindest das, was wir schon entdeckt hatten. Wäre cool. Boah. Gott, Schrecken. Ah. So, jetzt geht's mal besser. Ja, wenn die Ladezeiten nicht immer so wären. Das lässt sich aber nicht ändern. Hey, Bubbles, es lässt sich nicht ändern. Okay, vielleicht mit einer SSD, aber... Hey, ja. Warum kommen die eigentlich immer noch? Ich check's nicht. Die dürfen nicht kommen. Habt ihr das Ding gebaut? Oder sind noch ein bisschen Radius? Guck, Boogie, du sollst ja echt mal nachschauen, was du hier am besten fabrizierst. So, kurz nachreparieren. So. Zup. Materialien, grüner Smaragd. Brauchen wir 6 Stück, okay. Feuerschaden stark gegen Erde. Ja, das denke ich mir. So, was braucht der? Der braucht 4. Oh, passt noch. Puh, zum Glück. Dachte gerade. Mana-Punkte. 5 Sekunden Cooldown, 58 Damage. Sehr schön. So. Zerschmetternder Sprung. Sprung hoch in die Luft schlagen, wenn zerschmetternde Stärke wieder auf. Nahkampfwaffenschaden zu erteilen. Ah, habe ich aber nicht. Stößt einen Schrei aus, der den erteilten Nahkampfschaden für 10 Sekunden um 20% erhöht. Stärke steigert die Effektivität. Zusätzlich ist der Schrei so laut, dass alle fliegenden Gegner auf den Boden fallen und für 2 Sekunden gelähmt sind. Ich glaube, wir hätten doch Dings werden sollen, Nahkämpfer. Verdammt. Heilung herstellen. So, dann brauchen wir noch Eisenbahn für. So. Geil. Dann kann man den vielleicht raustun und den vielleicht reintun. Und wie sieht das aus mit seiner 7 Sekunden Cooldown. Okay. Leben ist voll. Oh, das ist pissed. Komm her, los. So Schläge, hä? Brauchst du Stress, hä? Alter, ich zerfetz euch. Was holt ihr? So, und du erst, hä? Auch zerstört, mein Freund. Zerstört, komischer Papagei da. Den lasse ich mal. Ich finde ihn süß. Außerdem, ich gebe wie versprochen nicht, keine fliegenden Objekte zu töten. Naja, fällt es ja leider drunter. So, müssen wir uns kurz entluten irgendwie. Den Stein können wir wegtun. Ansonsten Ruinsteinblöcke. Ne, das passt. So, und dann gehen wir doch mal dahin. Übergang. Ne, zurück zum Landeplatz. Ich will dahin. So, das geht nicht. Ich muss da hinreisen, okay. Okay, stranger shit. Hä? War das der falsche? War ich doch noch nicht dort, wo ich hin wollte? Wahrscheinlich müssen wir in die Burg rein. Hm.
Ja, beim Timmy, du könntest mich schon mal heilen, das ist gut. Ab 7 Sekunden Cooldown und 52 ist nicht so viel, ne? Was ist mir hier falsch? Achso, ja, doch, stimmt. Ne, ist richtig, aber ich muss den anderen Teleporter nochmal finden. Oh Gott, wo war der? Ja, ich weiß, wir waren ja dort, aber... Hat uns nicht so angenommen, der Sack. Hallo, tschüss. Ja, ja, kannst mir auch mal. Bist auch schnell zu Fuß, mein Freund. Yo, behindert. Okay, der will Stress. Jo, war ich halt nicht aus, ist okay. Tut aber schon Fireway Damage, du. Ist jetzt langsam eng in der Inventarleiste. ...52, das war für ein Arsch. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Teleporter war, Mann. Das ist echt suchen, du. Das ist doch scheiße, Mann. Ich... Ah, hüpf doch mal! Kind! Ist ja schlimm. Ja, genau. Vor allem, dass ich nicht hochziehen kann oder so. Echt Katastrophe. Komm mal hier hoch. Wo ist denn der Teleporter zum Tanker? Da ist unser Portalschein. Da sind wir hergekommen. Auf jeden Fall besser wie... Ah, dann sind wir beide Zaubersprüche immer im Cooldown. Das ist doof. Wo war das denn nur? Weil das kann... hier gibt es ja nur noch den einen Teleporter, den wir errichtet haben. Aber irgendwo hier außerhalb. Da ist er. Wo geht er hin? Haven Core. Stufe 6. Ach, das war die andere Richtung. Das war Stufe 10. Nee. Gibt's da Eisen? Nö, gibt's nicht. Das heißt, wir müssen einen anderen Teleporter für danach finden. Okay. Könnte da vielleicht mal am Turm oben drin sein? Oder drunter eher? Suchen wir uns gerade mal kurz Wege schön. Vielleicht finden wir hier auch irgendwo noch was. Yeah. Muss ich ein bisschen abwechslungsreicher sein, es kann ein bisschen eintönig, es wird nervig. Ganz halt das gleiche. Jo, 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 viel Spaß euch. Cool, was geht hier? Läuft. Okay. Okay, der fließt einfach das Wasser hier still runter, ne? Okay, heißt hier scheiße nix. Das heißt, wir müssen uns irgendwo hochbauen wieder. Gut.
Zack. 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 Ey, die 12 Bäume kannst du auch noch wegmachen. So, perfekt. Oh, immer dieses Holz rum Weg ist so schlimm. Hä? Ein Schild? Auf dem Schild wird nach einem Mann gesucht. Du hast ihn nicht gesehen. Wie alt ist das Schild wohl? Wie alt das Schild wohl ist? Ja. Sieht komisch aus, der Mann. Hallo. Tschüss. Nein! Holy shit. Okay, jetzt geht er. Kannst du da hocharbeiten. Oh, das gibt's doch nicht. Was, Katze? Mir ganz schwer beschäftigt, wie du siehst. So, in dem rechten Turm war man, müssen wir in der linken rein. Der gibt bestimmt fett XP. Oh, Moment, Dicker. Oh, du meinst auf die Moon. Oh, arme Puppele. So, perfekt, ist down. Gut, dass ich noch Mana-Tränke einstecken hab, du Kerle, Kerle, Kerle. Jupp, komplett voll. Was, die reichen uns genau. Ah, immer das gleiche mit euch Viecher. Wo ist er? Kämpfen hier ist ein bisschen ugly. In diesem Gebiet. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. So, dann hätte ich noch meine Erfahrungspunkte hier, bitte. Oh, noch so ein Viech. Genau, deswegen fliegt er eben ein, aber trifft nicht. Fertig. So. Puh. Endlich an dem Turm angekommen, du. Kerle, 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 neu. Ja, es könnte gefährlich werden, Mieze. Hä? Hector, der Wächter? Halt, Wächter! Wir reden erstmal. Diese Monster in letzter Zeit. Unerbittlich, ich könnte Hilfe gebrauchen. Die ansässigen Donnergucker zu vertreiben. Danke, meine alten Gedanken sind nicht mehr das, was sie mal waren. Tomaki. Erstmal einen Trank kurz. Wahrscheinlich sind die oben oder ganz unten, eins und beidem. Fünf von den Donnergucker. Ach, die Viecher, ja, die haben schon öfters frittiert. Läuft bei denen. Okay, hier oben sind sie schon mal nicht. Haben wir gerade festgestellt. Ja, cool, wenn wir so einen Besen haben könnten, mit dem rumfliegen können. So, hui! So. Ach, da ragt nur ein Busch, ein Baum. Baum rein. Was meinst du? Links, rechts? Oh, hier ist auch noch eine Tür. Ist aber nix. Nehmen wir mal die. So. Perfekto. Hector, der Wächter, nochmal? Haben Sie die Donnergucker erlegt? Okay. Dafür, dass er aber so alt ist, kommt er ziemlich schnell die Treppen runter.